Herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, was ihr euch für Politiker wünscht. Im Moment ist ja ein großes Durcheinander nach der Europawahl. Die Parteien verlieren die Jugend, vor allem SPD und CDU. Und jeder bemüht sich irgendwie so zu sein, dass es euch gefällt. Und ich habe einfach mal meine Follower auf YouTube und Instagram gefragt, wie wünscht ihr euch eigentlich Politiker? Und da habe ich eine ganze Menge Antworten bekommen, die ihr auch im Laufe jetzt immer wieder eingeblendet sehen werdet. Viele von euch haben weniger gesagt, wie sie sich Politiker wünschen, als welche Themen sie sich wünschen. Was mir noch aufgefallen ist, und das wird die Politiker nicht freuen, ist, dass ihr insgesamt ein ziemlich schlechtes Bild habt von Politikern. Vielleicht ein Hinweis noch für die, die nicht so häufig auf meinem Kanal sind. Statistisch betrachtet wird dieser Kanal in der Mehrheit von jungen Männern angeschaut. Also 75% sind männlich und der Großteil davon zwischen 16 und 25 Jahren. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen adressiert, was die jungen Leute von Politikern erwarten. Und ich denke, dass ich dazu auch Antworten von jungen Leuten mehr oder weniger bekommen habe. Bevor es jetzt richtig mit euren Antworten losgeht, vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, was ist für euch ein cooler Dad? Weil so viele gesagt haben, ich sei ein cooler Dad. Und da habe ich halt gefragt, was ist das für euch? Das verlinke ich euch auch mal hier oben, weil wenn man sich das anschaut, dann kann man als Politiker vielleicht auch so ein bisschen sehen, um was es diesen jungen Leuten geht. Das ist teilweise relativ ähnlich bzw. ergänzend ganz gut noch anzuschauen. Ich möchte mit euren Erwartungen und Wünschen an Politiker mal unten anfangen. Was ihr natürlich euch wünscht, ist Authentizität, Kompetenz, dass Politiker Politik für alle machen und dass sie auch umsetzungsstark sind, also nicht nur reden, sondern auch umsetzen. Wenn wir mal so eine Top 10 machen, dann wäre das Platz 10 zusammengenommen, diese Begriffe. Interessanter finde ich da schon den 9. Platz, denn eine ganze Menge von euch hat gesagt, sie sollen nicht versuchen, cool zu sein. Also das, was vielleicht gerade so die großen Parteien versuchen, dass sie auch Influencer ins Feld schicken, das ist, glaube ich, nicht so das, was ihr wollt. Übrigens auch das ein Ergebnis damals, was ihr von einem coolen Dad wünscht, ist eben nicht, dass er Jugendsprache benutzt und immer LOL oder sowas sagt. So sagt man doch. Auf Platz 8 kommen die Begriffe volksnah oder bürgernah. Das wird nachher auf den höheren Plätzen ein bisschen genauer noch ausdifferenziert. Aber den allgemeinen Wunsch, dass Politiker nah an den Bedürfnissen der Bevölkerung sein sollen, habt ihr auf Platz 8 genannt. Auf Platz 7, auch ein relativ offensichtlicher Begriff, dass man respektvoll sein soll. Ich verstehe das natürlich auch im Gegenteil, sie sollen halt nicht respektlos sein, sie sollen einen nicht als Bot beschimpfen. Also jedenfalls sollen Politiker Respekt haben. Ja, also diese Plätze 7 bis 10 haben einen ordentlichen Abstand zu dem, was zwischen den Plätzen 3 und 7 passiert. Und die Plätze 1 und 2 sind mit weitem Abstand auf diesem Platz. Fangen wir an mit Platz 6. Ihr wünscht euch, dass Politiker klar, verständlich und konkret kommunizieren. Dass sie sich nicht versuchen, in Nebelformulierungen zu verstecken oder dass sie nicht sagen, ja, wir würden das schon machen, aber dazu muss erst dieses und jenes Bedingung sein. Ich meine, wer natürlich klar, verständlich und konkret kommuniziert, ist zum Beispiel Donald Trump. Das ist ein schlechter Mann, dieser schlechte Mann muss weg. Ich glaube, dass die meisten von euch das aber auch nicht wollen. Es gibt halt manchmal auch differenzierte Betrachtungsweisen oder unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und ich finde, die große Kunst, das habe ich damals auch schon im Artikel 13 Video oder in meinem Interview mit Nadine Schön damals gesagt, ist, dass man verständlich und konkret ist und trotzdem differenziert. Und ich glaube, das ist eine Kunst, die Politiker oft nicht beherrschen. Auf Platz 5 ist von euch genannt worden, dass Politiker offen sein sollen für Neues. Sie sollen innovativ sein, modern, aktuell, sich eben um die Dinge auch kümmern, die jetzt heute eine Rolle spielen, um das Internet. Das Neuland zu nennen 2019 ist vielleicht jetzt nicht angemessen. Sie sollen die neuesten Techniken kennen. Sie sollen, wenn Sie Artikel 13 beraten, auch den digitalen Urheber überhaupt schon mal wahrgenommen haben. Vielleicht auch eben nicht glauben, dass ein Phänomen wie Rezo nur durch einen großen Apparat oder eine große Company, die dahinter steckt, entstanden sein kann, sondern dass sowas heute in unserer modernen Welt nun einfach möglich ist, dass viele, viele Millionen ein Video anklicken, was einer mehr oder weniger alleine oder mit einem kleinen Team zusammen erstellt hat. Auf Platz 4 mit ungefähr gleich viel Stimmen kommt der Wunsch, dass es mehr jüngere Politiker geben soll. Es gibt dazu auch eine deutlich kleinere Gruppe, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, nee, also eigentlich jung ist nicht der entscheidende Faktor. Sie sollen eigentlich ruhig ein bisschen älter sein und Erfahrung haben. Aber auf Platz 4 von euren mir vorliegenden Antworten steht eindeutig, ihr wünscht euch mehr jüngere Politiker, mit denen ihr euch mehr identifizieren könnt und zu denen ihr dann auch vielleicht mehr Vertrauen habt. So, der Punkt 3, auch mit ungefähr gleich vielen Nennungen, hat mich ein bisschen aufgeschreckt, denn ihr sagt,
Politiker sollen unabhängiger von Lobbyisten und von großen Konzernen sein. Positiv ausgedrückt, sie sollen mehr auf Experten hören. Das kam auch relativ häufig. Dieses Gefühl, dass Politiker sehr stark manipulierbar sind von Lobbyisten und sich sehr stark an dem Wohl der großen Konzerne orientieren, das ist bei euch sehr präsent. Und das wäre was, wo ich, wenn ich vielleicht demnächst auch mal mit einigen Politikern Interviews führen werde, sicherlich einen großen Aspekt drauflegen werde. Große Banken, große Automobilkonzerne, große Energiekonzerne. Warum bestimmen die so viel von dem, was bei uns an Politik gemacht wird? Ist das so? Und wenn ja, warum ist das so? Und dazu passt auch die Nummer 2, auch wenn das jetzt schon viel mehr Stimmen hat. Das sagt jeder Dritte, dass sie ehrlich, vertrauenswürdig und transparent sein sollen und die Versprechen halten. Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von vielem, was wir bis jetzt schon gesagt haben. Das überschneidet sich auch. Natürlich, ehrlich, vertrauenswürdig heißt eben auch nicht abhängig von Lobbyisten. Versprechen halten heißt natürlich auch tatkräftig, umsetzungsstark und so kommunizieren, dass man hinterher auch sagen kann, ich habe gesagt, ich will das machen, nun habe ich das gemacht. Häkchen. Das ist bei euch der Platz 2 und unumstritten auf Platz 1 mit nochmal dreimal so viel Stimmen. Das hat dann im Grunde jeder Zweite geschrieben. Ihr erwartet, dass Politiker die Jugend ernst nehmen, der Jugend zuhören, sich für die Jugend interessieren, Verständnis haben und auf Augenhöhe der Jugend begegnen. Das ist natürlich verständlich, gerade nach der ganzen Diskussion um Artikel 13, wo man einfach gesehen hat, dass hier eben Politiker über etwas entschieden haben, wovon sie, und das ist auch meine persönliche Meinung, wirklich wenig Ahnung hatten, jedenfalls nicht von der Sichtweise der Jugend. Und um auf den coolen Dad nochmal zurückzukommen, das ist im Grunde auch da der Top-Punkt gewesen, dass man sich überhaupt interessiert. Und als Politiker, zumal wenn man über diese Themen entscheidet, sollte man auf jeden Fall auch in diesen Thematiken wirklich sicher sein und sie persönlich begriffen und erlebt haben. Das ist euer Hauptwunsch. Dass ein Ohr da ist, dass Interesse da ist und das ist euch wichtiger als coole, flotte Sprüche, das kriegen wir Alten sowieso nicht hin, oder dass wir einen Hoodie anziehen. Es gibt ein ganz paar, die dann geschrieben haben, so wie Gregor Gysi zum Beispiel oder so wie Timo Wölken von der SPD zum Beispiel. Und da würde mich interessieren, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt, welche Politiker gibt es noch, die ihr gut findet, die ihr vorbildlich findet, die ihr findet, dass sie so sind, wie Politiker sein müssen. Und mein zweiter Wunsch für euch für die Kommentare wäre, da ja der Wunsch so groß ist, Nähe zu erleben von Politikern, dass sie euch zuhören, dass sie sich interessieren, wäre für mich wichtig zu erfahren, was sind so Momente, wo ihr gedacht habt, ja genau, so soll es sein, so sollten Politiker sein, das sollten Politiker sein, die ich gut finde. Tja, und dann schauen wir mal, da wird dann wahrscheinlich das nächste Video draus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal, liked ihn und kommentiert, wie gesagt, da unten. Und kommt auch auf Instagram mal vorbei, @dieserdad, und abonniert mich dort auch. Das würde mich freuen, weil gerade da kann ich diese schönen Fragen einsammeln, aus denen ich dann gerne Videos mache. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.